Es ist Montag, der 4. September 2023. Ich bin oberhalb der sogenannten Wildschenau. Das ist das Gelände südlich von Wörgl. Und als Tiroler bin ich zum ersten Mal in dieser Ecke. Und zwar bin ich auf dem sogenannten Schatzberg und kann über die Kitzbüchler Alpen blicken. In Bildmitte hinten, das ist der Wilde Kaiser. Das Wetter könnte schöner nicht sein. Also mache ich eine Höhenwanderung. Hier hinauf. Knapp unter dem Gipfel gibt's im Winter auch diese Bahn. Und das ist der Blick hinunter nach Alpbach. Und die Berge dahinter, das ist das Karwendelgebirge. Jetzt in Bildmitte hinten, das ist der Bettelwurf. Und im Vordergrund, links hinten, das ist das Kellerjoch oberhalb von Schwarz und links vorne das Widersberger Horn, der Hausberg von Alpbach. Jetzt rechts unten. Und noch weiter links reicht der Blick bis in die Zillertaler. Jetzt in Bildmitte hinten der große Möseler. Weiter links lachen auch noch Gletscher herüber. Aber um die benennen zu können, muss ich auf die Tafel schauen. Es ist ziemlich genau 12 Uhr Mittag und da werde ich hier eine Pause einlegen.
Nach einer halben Stunde geht's wieder weiter. Und zwar hinunter zu diesem kleinen Bergsee. Das ist jetzt Blick Richtung Großglockner. Ich filme mit einem Smartphone. Also ist Zoomen schwierig. Das in Bildmitte. Hinten müsste er sein. Vom See unten werde ich leider nicht mehr zum Großglockner schauen können. Für eine Spiegelungsaufnahme ist die Wasseroberfläche nicht glatt genug. Und das ist der Blick zurück hinauf. Und hier in der Nähe, und das ist mir neu, gibt's den sogenannten Lempersberg. In Kärnten gibt's einen Lempersberg. Und den kenne ich, weil ich heiße ja Lempersberger. Aber für eine dreistündige Wanderung ist es schon zu spät. Da hinten, hinter den letzten Bäumen, das müsste er sein, der Lempersberg. Aber ich kehre hier um. Der See ist ja ein Speichersee zum Schnee erzeugen. Und das ist der Schwenk über die Kitzbüchler Alpen. Jetzt in Bildmitte, das ist das Kitzbüchler Horn und dahinter die Loferer und Leoganger Steinberge. Jetzt im Bild links die Hohe Salve und daran anschließend der wilde Kaiser. Und links unten
Die Wild, genau. Und kurz vor der Bergstation komme ich vorbei an dieser Tafel. Es war spontan eine wunderschöne Höhenwanderung, auf kinderwagentauglichem Weg. Und das ist die Bahn. Die kleine Ortschaft bei der Talstation ist Auffach. Das war's für heute aus der Wildschönau. Es ist Mittwoch, der 6. September 2023. Ich bin in Kitzbühel und fahre hinauf auf Kitzbühler Horn. Der Berg gegenüber ist der sogenannte Hahnenkamm. Von der Mittelstation geht's hinauf mit dieser Seilbahn. Und jetzt bin ich in der Gondel. Ich freue mich schon aufs Gipfelpanorama. Es gibt hier rechts noch diese Umlaufbahn, aber die führt nicht bis ganz hinauf. Es geht über einen tiefen Graben. Die Bahn ist eine sogenannte Pendelbahn, wo sich die beiden Gondeln in der Mitte begegnen. Mit dieser Bahn sind wir fast wie ein Adler durch die Lüfte geschwebt. Und der Berg, genau über der Liftstütze,
ist der sogenannte Schatzberg. Da war ich vorgestern. Von hier herum ist die Rundumsicht bis hinüber zum Großglockner noch besser. Ein paar Schritte weiter oben kann ich das Panorama Richtung Osten fortsetzen. Das ist jetzt der Blick in die Leoganger und Loferer Steinberge. Und darunter Fieberbrunn und Hochfilzen. Nach Norden wird's etwas flacher. Jetzt am unteren Bildrand, das ist St. Johann. Und links darüber, das ist der Wilde Kaiser. Und links darunter die Senke von Elmau. Und noch weiter links ist jetzt in Bildmitte die Hohe Salve und links darunter das Brixental. Und links unten das Schwarzsee. Hier. Und mit dem Blick Richtung Basturn, Großvenediger und Großglockner ist das Rundumpanorama abgeschlossen. Ich mache von hier eine Höhenwanderung zur sogenannten Bichelalm in diese Richtung. Und für diese Ziege gibt's
ein Schattenplatzl. Aber nur für eine. Am Weg hinunter geht's vorbei an einem Alpenblumengarten. Leider ist nicht mehr ganz die richtige Jahreszeit. Und dieser Beschneiungsteich ist im Gegensatz zu dem von vorgestern nicht eingezäunt. Das geht offensichtlich auch. Und zu meiner Überraschung gibt's hier drin sogar Fische. Und gleich nebenan ein ganz natürliches Kneippbecken. Ich habe noch eine Wanderung von circa 2 Stunden vor mir. Mein Wanderziel, die Bichelalm, ist von hier noch nicht zu sehen. Die Kühe sind noch auf der Alm. Und halten das Gras kurz. Und das ist der Schlussanstieg. Am Sattel angekommen ist dieser Blick zum Großvenediger möglich, aber noch immer nicht zur Bichelalm. Ein letzter Blick zurück zum Kitzbichler Horn muss auch noch sein. Es ist
eine schöne, aber nicht ganz anspruchslose Höhenwanderung. Es geht nämlich bergab und dann wieder bergauf. Und die Wanderung bis hierher hat circa 2,5 Stunden gedauert. Bichelalm endlich und zum ersten Mal in Sicht. Jetzt sind's nur noch 5 Minuten. Auch bis zur zugehörigen Liftstation. Und schon sitze ich im Lift und genieße diese Talfahrt. Mit Blick Richtung Basturn. Und Blick Richtung Kitzbüchel. Mit hoher Salve links hinten. Diese Genussfahrt mit dem Sessellift bei schönstem Sonnenschein hat circa eine halbe Stunde gedauert. Es geht mit dem Bus zurück nach Kitzbüchel. Wieder vom Berg herunter. Verabschiede ich mich von Kitzbüchel mit diesem Schwenk ins Ortszentrum. Und zum Abschluss des wunderschönen Tages kann ich noch vom Schwarzsee aus zum Wilden Kaiser dahinter schauen. Und vom Kitzbüchler Horn kann ich mich auch verabschieden. Den wunderschönen Spaziergang rund um den See mache ich nicht mehr.